Hallo und herzlich willkommen in dieser Folge. Vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt, was eigentlich passiert, wenn du dein erstes Kind noch stillst, aber erneut schwanger geworden bist. Musst du jetzt abstillen? Hat das ein erhöhtes Fehlgeburtenrisiko für das erste Kind und was passiert eigentlich mit der Stillbeziehung mit dem großen Kind? Das besprechen wir heute alles ausführlich in dieser Folge. Viel Spaß dabei. Dann fangen wir doch mal mit der ersten Frage an. Was passiert eigentlich mit der Stillbeziehung zu deinem großen Kind, wenn du wieder schwanger bist? Und wie ist das für das große Kind? Auch was die Milchkonsistenz und die Menge und den Geschmack angeht. Zunächst einmal konzentrieren wir uns auf dich, also die Mutter. Was für dich natürlich sich jetzt extrem ändert, sind all die Begleiterscheinungen, Symptome oder auch Beschwerden, die so eine Schwangerschaft eine erneute mit sich bringen. Darunter fallen ja jetzt nicht nur die bekannte Übelkeit auch mit Erbrechen, die ja schon einschränkend genug sind, sondern eben auch eine Erschöpfung, Müdigkeit und wie du es vielleicht von der ersten Schwangerschaft noch kennst, die Brüste werden auch empfindlicher. Nicht nur der Marmillenhof, also der Warzenhof, sondern eben auch die Brustwarze an sich, alles wird empfindlicher. Und das ändert natürlich auch so eine Stillbeziehung extrem zum großen Kind. Denn vielleicht verspürst du auch eine gewisse Abneigung oder sogar nicht mehr so viel Spaß beim Stillen des großen Kindes. Und da kann ich dich beruhigen, das sind natürlich völlig normale Empfindungen. Für dein Kind ändert sich natürlich auch einiges durch die Schwangerschaftshormone, die jetzt natürlich auch die Milchproduktion wiederum verändern. Die Milchmenge wird sich wieder etwas reduzieren, die Konsistenz wird sich ändern und auch der Geschmack wird sich ändern, denn alles ist jetzt wieder auf die Produktion der Vormilch, also des Kolostrums gepolt. Und das merkt dein Kind natürlich früher oder später auch. Es kann also sein, dass dein größeres Kind auch so ein bisschen den Spaß verlieren könnte, weil es vielleicht auch wieder anders schmeckt. Wenn dein Kind dir also sagt, Mama, es schmeckt komisch, dann weißt du, das hat mit den Schwangerschaftshormonen zu tun, die jetzt diese Milchkonsistenz und Geschmack und eben die Menge verändern kann. Es kann also durchaus auch sein, dass dein älteres Kind sich von selbst in dieser Zeit der Schwangerschaft jetzt abstillt oder abstillen möchte. Und das ist völlig normal und auch völlig okay und evolutionstechnisch vielleicht ja auch so gewollt, denn Mama braucht natürlich jetzt alle Energie und natürlich auch die Milch für das Neugeborene, was da unterwegs ist. Aber dass man ein Neugeborenes und ein älteres Kind durchaus gleichzeitig stillen kann, das sogenannte Tandemstillen, das geht und das erkläre ich dir jetzt. Tandemstillen. Tandemstillen ist laut Definition das Stillen von zwei oder mehr Kindern gleichzeitig und ist sicherlich nochmal ein eigenes Video wert, denn dazu gibt es auch eine Menge zu erzählen. Ich möchte so ein paar Basics jetzt abreißen, was für Vorteile, vielleicht auch Nachteile es haben kann, Tandem zu stillen. Die Vorteile von Tandemstillen, das erzählen viele Mütter, ist sicherlich die unglaublich intime Beziehung zu den Kindern und, was viele auch vergessen, die Beziehung der Geschwisterkinder untereinander. Die sind sich ja körperlich sehr nah bei einem sehr intimen Moment und das stärkt natürlich auch die Bindung unter den Geschwistern. Was viele auch gar nicht so auf dem Schirm haben und viele Mütter kennen diesen Milcheinschuss die ersten Tage nach der Geburt oder auch den Milchstau. Hier kann tatsächlich das größere Kind eben auch helfen, sukzessive und kontinuierlich so eine Brust zu leeren und natürlich auch die Milchproduktion immer ein Stück weit anzuregen, aber auch zu drosseln, weil ja die Milchmenge, die ein großes Kind auch zu sich nimmt, nicht mehr so extrem hoch ist. Darüber hinaus hat Tandemstillen keine negativen Einflüsse auf die Milchqualität. Ganz im Gegenteil, Mutter Natur hat es so geregelt, dass die Bedürfnisse von beiden Kindern, was die Nährstoffe angeht, gedeckt sind. Das ist also Wahnsinn. Man stellt sich ja vor, das Neugeborene, das braucht ja eine ganz andere Milchzusammensetzung als ein einjähriges oder sogar zweijähriges Kind. Aber Mutter Natur mischt das Ganze dann als Cocktail, sodass beide was davon haben. Es hat also auf keinen Fall negative Einflüsse jetzt entweder auf das Neugeborene oder auf das ältere Kind. Worauf man aber achten sollte, dass man beim Tandemstillen zuerst das kleinere Kind an die Brust lässt, denn das Kolostrum, das ist ja das, was als erstes dann quasi ausgeschüttet wird und das braucht natürlich das Neugeborene mehr als das ältere Kind. Also beim Tandemstillen gilt die Regel oder der Vorsatz, das kleine Kind kommt zuerst. Nachteile vom Tandem kann sicherlich jede Frau, die mal Tandem gestillt hat, besser sagen, als ich es ihr könnte. Das ist natürlich eine extreme körperliche Herausforderung, eine mentale Herausforderung. Man ist natürlich ein Stück weit und nicht nur ein Stück weit, sondern ziemlich fremdbestimmt, weil auch beide Kinder vielleicht auch nicht gleichzeitig die Bedürfnisse haben, gleichzeitig an die Brust zu wollen, sondern dann getrennt. Das heißt, wenn man eh schon sehr oft das Neugeborene zum Beispiel anlegt und in den Stillpausen kommt dann vielleicht auch noch das große Kind, das ist natürlich extrem fordernd, herausfordernd und vor allem auch sehr sehr belastend. Und dennoch berichten ganz viele Tandemstillende Mütter, dass sie es nie eintauschen wollen würden, dass eine ganz besondere Erfahrung war und dass sie es auch nicht anders gemacht hätte. Und bevor wir jetzt klären, ob es ein Fehl- oder Frühgeburtenrisiko gibt, wenn du schwanger stillst, ein kleiner Disclaimer in eigener Sache vorab. Stillen ist etwas, was man schwierig üben kann im Vorfeld, genauso wie Geburt. Deswegen gibt es auf der Plattform www.richtigwissen.de auch Stillvorbereitungskurse und auch einen richtig Anlegenkurs. Denn gerade die ersten Stunden und Tage mit neugeborenen Kind zu Hause birgen ja einige Verunsicherungen. Wie lege ich richtig an? Reicht meine Milchmenge? Und wie geht das Ganze vonstatten, auch wenn ich Probleme habe beim Stillen? All das wird in diesen Online-Kursen abgedeckt. Guck gerne mal vorbei. Da gibt es auch noch ganz viele andere Kurse mit auch meiner Beteiligung. Absolute Herzensempfehlung www.richtigwissen.de. Da finden alle was. Steigt das Risiko eigentlich für eine Fehlgeburt, wenn ich schwanger bin und noch stille? Das ist eine Frage, die sich ja fast alle stillenden Mamas stellen, wenn sie den positiven Schwangerschaftstest in der Hand halten. Das ist auch eine Frage, mit der ich in der Praxis dann sehr oft konfrontiert werde. Und hier gibt es Gott sei Dank einige verlässliche Studien. Das ist das Schöne an der Wissenschaft. Darauf kann man sich beziehen. Und viele dieser Studien sagen aus, dass bei einer normal verlaufenden Schwangerschaft ohne weitere Komplikationen es nicht mit einem erhöhten Fehlgeburtenrisiko assoziiert ist, wenn man weiter stillt während der Schwangerschaft. Eine neuere Studie schränkt das Ganze ein bisschen ein und differenziert zwischen Vollstillen und eben nicht mehr Vollstillen. Kleiner Reminder, Vollstillen bedeutet, dass du deinem Kind überhaupt keine Beikost etc. gibst, sondern dass es sich ausschließlich von Milch ernährt. Diese neueren Studien sagen, dass wenn man voll stillt, dass das Risiko einer Fehlgeburt für die neue Schwangerschaft ein wenig erhöht ist. Das gilt aber wirklich nur im Vergleich zu den nicht voll stillenden Müttern. Und da die meisten Mütter. In einer Range wieder schwanger werden, wo das Kind vielleicht schon zwölf Monate oder älter ist und meistens schon die Beikost eingeführt wurde, trifft das auf wenige Frauen zu, die noch vollstillen und wieder schwanger werden. Aber da ist die kleine Einschränkung, wo man ein Fehlgeburtenrisiko doch ein bisschen in den Fokus rücken muss. Hier wäre also tatsächlich die einzige vorsichtige Empfehlung zugunsten des ungeborenen Kindes, dass man auf das Vollstillen zu dieser Zeit dann doch wieder verzichtet. Das ist aber wirklich die einzige Indikationsstellung, wo man sagt, hier bitte aufpassen, ansonsten gilt dieses Fehl- oder Frühgeburtenrisiko nicht. Woran liegt das jetzt wirst du dich fragen? Das liegt natürlich an den ernährungsphysiologischen und körperlichen Anstrengungen, die so eine Mutter gerade am Anfang der Schwangerschaft durchmachen muss, dann wenn man stillt, wird natürlich oft ein Botenstoff ausgeschüttet, der sich Oxytocin nennt. Das ist ja das Bindungshormon, aber auch das Hormon, was eben dazu führt, dass die Milch ausgeschüttet wird. Und neben diesem Milchspendereflex oder dieses Milch rauslassen, ist das natürlich noch ein tolles Bindungshormon, aber es kann eben auch die Gebärmutter zusammenziehen lassen. Das Oxytocin hat eben Rezeptoren an der Gebärmutter und die führen dazu, dass sie sich kontrahiert. Und hier hatte man natürlich oft Bedenken, dass das zu Vorwehen und vorzeitigen Wehentätigkeiten kommen kann. Und tatsächlich ist es auch so, dass Mütter berichten, wenn sie ihr Kind angelegt haben und schwanger sind, dass es zu Kontraktionen, sogenannten Schwangerschaftskontraktionen, kommt. Die sind ähnlich wie so Braxton Hicks Kontraktionen, aber limitierend und auch von der Intensität nicht so hoch. Sind also wie so eine Art kleine Vorwehen, die aber schnell selbstlimitierend sind und dadurch auch keine negativen Einflüsse zu erwarten sind. Außerdem, was viele nicht wissen, beim Orgasmus, dem weiblichen, wird ebenfalls Oxytocin in solchen Mengen ausgeschüttet, sehr geringe Mengen, sowohl beim stillen als auch beim Orgasmus, so dass es eben auch nach einem Orgasmus auch durch die Muskelkontraktionen zu eben einer Kontraktion der Gebärmutter kommen kann, aber auch diese Kontraktionen sind eben langfristig nicht gefährlich für das Kind bei einer gesunden Schwangerschaft. Das Gute ist, dass der Körper relativ schlau ist und diese Rezeptoren für das Oxytocin an der Gebärmutter erst vor der Geburt oder vor dem Geburtstermin in solchen Massen vorhanden sind, dass Oxytocin auch gut ansteuern kann und sie sind bis zum Schluss relativ blockiert von dem Progesteron A, ah, dem Gelbkörperhormon, was ja für die Schwangerschaft essentiell wichtig ist. Also Progesteron und eine verminderte Menge an diesen Rezeptoren der Gebärmutter sorgt dafür, dass die Gebärmutter geschützt ist vor Kontraktionen, die gefährlich werden könnten, was eine Frühgeburtenbestrebung angeht. Zusammengefasst also, beim Vollstillen und Schwangersein, aufpassen, Empfehlung eventuell doch bei Kosteinführung, weil, das hat man gesehen, wenn man nicht vollstillt, dann gibt es diese Früh- und Fehlgeburtenbestrebung eben nicht. Zwei wichtige Punkte habe ich noch zum Schluss für dich, worauf du achten solltest, wenn du schwanger bist und stillst. Erster Punkt ist, deine Hebamme oder deine Gynäkologin zu informieren. Die müssen das nämlich wissen, nicht nur, weil es vielleicht ein Risiko gibt, wenn du vollstellst, sondern weil du eben auch einen erhöhten Mikronährstoffbedarf hast. Und man muss natürlich auch spezielle Werte zum Beispiel, nehmen wir mal den Eisenwert, kontrollieren lassen. Denn nicht nur das Stillen verzehrt natürlich solche Spurenelemente und Mikronährstoffe und auch Vitamine, sondern eben auch die Schwangerschaft per se. Und damit kommen wir eigentlich schon übergangslos zum zweiten Punkt. Ernährungstechnisch solltest du wirklich gut darauf achten, dass du ausgewogen, frisch, knackig, bunt dich ernährst. Dass wirklich zwei- bis dreimal pro Tag Gemüse oder Obst auf dem Teller ist, ein paar Nüsse dabei sind, dass du hier extrem drauf achtest. Denn das ist natürlich für deinen Organismus ein wahnsinnig zehrender Prozess die Stillmenge aufrechtzuerhalten, die Zusammensetzung aufrechtzuerhalten und eben weiterhin die Schwangerschaft bestehen zu lassen und da so ein paar Organe zu bauen nebenbei. Also in dem Sinne, das sind die Dinge, die du beachten solltest. Ein ganz spannendes Thema, auch gerade auch das Tandemstillen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann zeig es mir doch bitte mit einem Daumen nach oben und vor allem einem Abo. Und wenn dich weitere Themen interessieren, dann schreib es mir in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Tschüss und bis bald.